Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich fahre jetzt zurück zum Feld und werde dann mit der Ballenpresse beginnen. Hoffentlich die Maschine macht das so, wie ich will. Mal ganz kurz gucken, mal F1. Garnkästen. Müsste eigentlich funktionieren. Dafür anbauen müssen. Wir müssen X aufklappen, ne? Ja, das klappt. Dann fahren wir los. Hoffen wir, dass das Spiel jetzt die Folge da durchhält. Ansonsten muss ich die letzten Folgen hier schneiden. Wenn es die richtige Reihenfolge ist, ne? Ansonsten muss ich gucken. Gut, bei 2 Minuten würde ich neu anfangen, ne? Da wird nicht schneiden. Aber wie gesagt, bei 13, 14, da muss ich überlegen. Ob ich da mal eine kurze Folge mache oder eine extrem kurze. Leider ist das halt so, ne? Das muss irgendwie gehen. Die letzten 2 Folgen muss ich heute noch schaffen. Jo, Gas geben, ne? Hoffen, das klappt. Und wenn er abstürzt, dann muss man schauen, ob da los ist, ne? Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ich jedenfalls. Oh, zu weit. Fahren wir hier rüber. Keiner gesehen. Blöd, weit gefahren. Verkehrte Kreuzung. Verkehrte Straße. Da müssen wir hin. Gut, dass kein Gegenverkehr kommt, ne? Sonst wäre das schlecht. KI-Fahrzeuge sind wie Panzer. Schlimmer. Wie fahrende Häuser. Aus Stahlbeton. Bunker. Keine Chance. Die bewegen sich konstant und wenn die kommen und die fahren nicht rein, dann fliegst du. Aber dieses KI-Fahrzeug fährt weiter, ohne nichts, was nicht gewesen wäre. Aber gut, das ist hier. Da war Elva noch besser, da konntest du ihn mit dem Stapler wegschieben oder mit einem Radlader, ne? Hat zwar das System gesponnen, weil die Fahrzeuge dann mitten auf dem Feld auf dem Kreuz sind, da hatte ich damals gehabt. Das gibt's doch gar nicht. Bremsen, 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 Bremsen. Lenkung aktiviert, ne? Muss man dazu sagen. Sonst ohne Lenkung kannst du so ein Tempo nicht fahren. Oder lenken an sich, ne? Das finde ich ja gut mit dem Lenkrad, also. Das war nicht immer ein Auto, nur so klein, das ist so ein kleiner Lenkrad, ne? Aber wie gesagt, die Ballenpresse müsste fast durch sein, ne? Ups, eine KI. So, da sind wir auf Feld und Mais auch nicht durchfahren, ne? Ist ja mein Mais. So, fangen wir vorne an. So, kann man erst aufklappen. Und. Mal schauen mal, ne? Mit der Anzeige. Machen wir ein bisschen. Sieht schön aus. Das geht zügig jetzt, ne? So, innen drinne fahren. Ein bisschen schauen können wir auch, ne? Mal was anderes. Ach, da unten zählt er jetzt. Okay. Das ist bei mir ist neu. Keine Ahnung. Oder ist von diesem Fahrzeug mit bei. Alles für die Marsch. Pellets. Ohne Ende. Aber das könnte ich hier eigentlich auch herstellen normalerweise. Ne? Aber das machen wir mal andermal. Fabrik von diesem Mod hier, diesem DLC oder hier diese Erweiterung mit den ganzen Krone-Geräten und so. Das können wir auch mal machen. Wäre so eine Produktion, die wir hier auch machen können. Ha. 25 km/h.
das so originell oder ist das so? Wäre aber nicht schlecht, ne? Hat er nicht geschaut, genau. Na, die dusseligen Krähen machen so einen Krach, ne? Weil die das so tun, ne, die ganzen Geräte zurückzufahren. Zu reparieren. Bereitstellen zum nächsten Fällen, die ich dann machen will, ne? Hat er nicht vorher schon mehr Geld gehabt? 3,9. Ein paar Strohballen nicht verkauft. Oder das Weizen nicht verkauft. Kann beides sein. So eigentlich nicht. Normalerweise habe ich alles verkauft. Na gut. Also Quaderballen ist ja der Vorteil. Du musst ja nicht stehen bleiben und den Ballen rausschmeißen, ne? Das geht ja hier fortlaufen. Aber ich habe das mit den Garn habe ich hier automatisch gemacht. Das muss ich jetzt nicht haben, dass ich da extra hinfahre. Das kann man machen, wenn man in so eine, naja, so ein Rollenspiel eingeht, ne? Dann kann man es ja machen. Das ist nicht so tragisch. Aber ich mache es jetzt nicht. Ich bin jetzt, das ist mir jetzt zu umständlich. Bin ja hier alleine beschäftigt. Und Feld 12 ist ja abgeerntet. Und das ist gut. Hoffe, dass es kein Regen kommt. Das haben wir 19 Uhr wieder fast. Ist ja Mitte Sommer, das ist eigentlich lange hell. Da können wir arbeiten. Hat 6 Seasons eigentlich. Wettermäßig trocken. Sonntag mal Regenschauer. Ja, bis da muss der Stroh weg sein, ne? Sonst werden die Ballen ja weniger, ne? Das ist ja bei Regen, ist ja so. Da wird ja alles, ja, verrottet im Prinzip, ne? Könnt ja über diesem Menü noch die Ballen auf 20.000 einstellen, aber das ist immer ein bisschen übertrieben, weil das ist doch etwas zu unrealistisch. Das mag ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich den Mod rausnehmen, weil Gelegenheit. Jedenfalls, ich will ja mal groß sortieren hier, wenn ich jetzt die Karte neu starten muss, weil eine neue Karte kommt, dann muss ich das mal schauen, dass ich wirklich all den Mist dann rausnehme, also wirklich was belastet ist, ne, was wir nicht brauchen. Brauche nicht jede Ballenpresse, ne, also gibt ja so viele Ballenpressen mittlerweile. Also zeitlich gesehen wäre das auch mit den anderen Pressen besser gewesen, ne? Wenn die nur Quader machen würden, ne? Aber gut. Ich kann mir eh so kaum hinterher mit einsammeln, ne? Also von daher ist es nicht so schlimm. Aber wenn man schnell pressen will, ist es mit der Quaderpresse besser. Ob auf Holz noch läuft ja die Sache. Warum genau, weshalb, das ist schon eher ein bisschen ratlos. Auch so ein Erd, kein Lock nicht finde und so, ne? Na, einer ist fertig. Mit Ballen pressen. Das ist gut. Muss er nur speichern, sonst ist der Absturz wieder weg.
ist ja das Ärgerliche dabei, ne? Komplette Ball zusammen mit 68, ne? Also wie gesagt, gut gedüngt, alles 100%, und dann kommt was zusammen. Kaum Unkraut, ein bisschen gekürzt habe ich auch. Staub schön. Zack. Ich meine, das kann schon einen Konflikt geben. Zum Beispiel gibt es ja hier einen Ballenzähler, zum Beispiel hier oben links. Da gibt es ja diesen Mod für. Und jetzt gibt es unten diese Anzeige von Stroh-Add-on. Das heißt, es kann schon ein Konflikt da sein. Ne? Also, ihr schließt mal nicht ganz aus. Weil ich ja viel Stroh gepresst habe. Das könnte ein Grund sein. Also, muss aber nicht. Also, wie gesagt, das ist, wie soll ich sagen, das ist schwer, kann ich schwer einschätzen. Und das sind so eine Mods, wo man sagen kann, ah gut, verzichten wir halt drauf, ne? So eine kleine Erweiterung, Skripte und sowas. Es könnte auch sein, dass die Marschproduktion die Probleme haben, ne? Aber nicht zwangsläufig, das ist ja auch, weil ich ja hier im Prinzip nichts verkaufen will, ne? Also die Mischfutterfabrik zum Beispiel, das ist ja völlig wurscht, weil die Kühe wollen das ja haben und das geht ja. Und das ist, was ich nicht machen kann, ist sie verkaufen. Also, den Marsch kannst du auch Mischfutter verkaufen. Das kann ich hier halt nicht. Habe ich auch nicht so vor. Ein bisschen mitnehmen, ne? Ja, du hast keinen Zugang. Wenn man nicht übertreiben, ne? So Stroh verdienen wir mit auch nichts. Gas geben. Mit der Folge ist zumindest bis Sonntag abgesehen. Wird alles schön Sonntag, wenn mir nicht alle Ehre. Gerade Ehre ist der Tag Sonntag. Also, ne? Da fahre ich nach Hause. Also hierher. Nach Hause fahren heißt ja für mich eine fahrende Heimat. Also nach Hause fahren, hierher ist auch zu Hause. Also irgendwo habe ich mich dann gewöhnen, ne? Später, wenn es zur Rente zurückgeht, was noch 14 Jahre dauern wird oder 14,5. Nach heutiger Rechnung, also das kann man ja nicht sagen, dass es so bleibt. Ja, also von daher ist ein paar Jahre muss ich noch arbeiten, ne? Also von nichts kommt nichts, ne? Habe ich schon ungefähr geplant, was ich alles vorhabe, aber wie gesagt, ist immer dabei das kleine Wenn und Aber, ne? Man weiß ja nie, was passiert, was in 10 Jahren so ist, das kann ja auch keiner sagen. 2 Jahre ist schon schwierig, ne? Der nächste ist fertig, gut. Wenn wir gleich mal die Kollegen entlassen. Wir lassen das System weniger, er speichert das gut. So, hier einmal. Nee, da nicht, da. Entlassen. Dann hier einsteigen. Entlassen. Die beiden schon mal weg aus dem System. Wo daran liegt, das kann ich noch nicht sagen, weiß ich nicht genau. Am Ballenzähler oder so, weil auch hier der andere das hat, muss trinken, das weiß ich nicht.
Kehle ölen. Jo, Strohpressen, ne? Quaderballen. Und dann nochmal alles sammeln. Hey, hey. Da stelle ich mir auch vor, dass man sagen kann, man kann Angestellte einstellen, ne? Wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, gewisse Größe, dann kommt der Spruch, meinetwegen, du hast gerade den Angestellten freigeschaltet, kannst halt einstellen. Wer aufwart, ne? Dann gehst du im Hof rein, im Menü und sagst so, hier, fahr mal so Feld 41 und sammle mal Stroh ein und liefer das mal da und da ab. Was im Grunde jetzt auch Outright macht, ne? Aber wie gesagt, ein Angestellter, den du jetzt direkt losschicken kannst, ne? Ab einer gewissen Größe ist das vielleicht hilfreich, ne? Oder hier Kühe versorgen und so alles, ne? Also Dinge, die halt jeden Tag anfallen, ne? Denn wenn du überlegst, ein Stall, da arbeiten so mindestens zwei, drei den ganzen Tag, ne? Also Kühe, die werden ja rund um die Uhr gemolken, mehr oder weniger, ne? Bei der gewissen Anzahl, ne? Ich weiß nicht, ein Stall bei mir zu Hause, die haben früher in Schicht gearbeitet. Nicht zu Ostzeiten, aber in den Westzeiten her schon. Hab einen Holländer gekauft. Aber wie gesagt, geht nur ums große Mengen, ne? Die Stall haben sie auch zu Ostzeiten gebaut. Das war die große Errungenschaft, die sie damals gehabt hatten. Der Haken bei war nun leider bei so einer Aktion, dass es immer so lange gedauert hat. Weil die Wirtschaft war nicht auf ausgelegt und so was, ne? Material und so war immer knapp. Leute auch. Zu viel per Hand gemacht, in Anführungszeichen. Das ist dann nicht, es dauert halt zu lange alles, ne? Von Grundverlegung bis hin zum Abschluss, ne? Das ist alles aufwendig. Junge, so viel Stroh. Aber jetzt Ende geht's an Neige hier. 126 Ballen schon. Wie gesagt, Standardballengröße 4000. Man kann ja zum Beispiel auf K gehen. Da muss ich aber 0 stehen, ne? Okay, ist schon größer. Zum Beispiel, achso. Muss man 0 stehen, hat er gesagt. Eine gute Mammel. Ach, wir machen 4000, was soll's. So, können wir wieder wegmachen. Das ist ein schönes Bild zu sehen, ne? Mit vielen Bäumen. Bisher läuft ganz gut. Oh, ich sehe schon, die Folge haben wir geschafft. So, liebe Schauer, das war's für heute. Ich sag mal tschüss, ciao, ciao. Und ein dickes Dankeschön für alle, die reingeschaut haben. Und mal auch mal fleißig geliked haben. Dann sagen wir tschüss und winke, winke. Bis denne, bis morgen. Tschüss.